Ich wollte mich noch wegflashen, aber okay, wenn ihr den Fight noch gewinnt, dann passt es. Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Let's Play Together von dem MrBeast Tutorials, Hallo. aka XX Jump Lead XX in Game und mir, dem Icon Styles MC Bounce Tube auf YouTube. Und heute mal etwas, was ihr von uns zusammen noch nie gesehen habt. Ein League of Legends Aram. Oh, ja. Wir haben die Champions Veigar und Draven. Ich Draven. Und er Veigar. Und dann hoffen wir mal das Beste. Ja. Haben ja erst vor kurzer Zeit wieder LOL angefangen, hatten zwischendrin eine längere Pause. Es lag zum Teil auch weil an der Community, sag mal so, warum wir aufgehört haben. Aber inzwischen, wenn man es ignoriert, denke ich, ist es schon gut möglich, da immer noch Spaß zu haben am Spiel. Ja, Chat ausblenden und dann klappt Ja. es. Ah, wie sieht's aus? Junkrat, Renekton, Soraka. Ja, 6 ist schon nicht schlecht, kam auch nicht, aber. Alle haben bei uns Heal dabei, außer ich, mal wieder hier extra Wurst. Ja, okay, aber es klappt ja, das passt ja. Draven, AD Carry. Ja. Der Zixel wohl heute nicht. Lizard Frau, Lizard Junge. Irgendwie finde ich es total sinnlos, sich solche Beschwörerzeichen da zu kaufen. Sind gekauft? Ich weiß, ich glaube, das ist, also gibt es irgendwie so Pakete da. Mhm. LCS, was weiß ich. So, jetzt startet er durch hier. Ja, der hat schon 50%. Der überholt uns noch. Ja. Oh ja. So. Also schon Los lange nicht mehr geht's. Veigar gespielt. Und ich Draven auch nicht. So, jetzt Laufstiefel. Lebensraub. So. Ich hole mir dieses Morellonikum. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mir sonst paar Mana trinke. Veigar ist generell eigentlich nur irgendwie in Dingens, finde ich, in Aram OP. Ja. Jetzt 5 gegen 5 normal finde ich die jetzt nicht so toll. Du Wo musst ich halt aber die Lane schön. richtig abrocken und gut farmen, dass dann wirklich, dass du dann eine gute Chance hast. Oh, nice. Haben wir Ja, alle zu erstmal so spät checken, was geschalten. jetzt was ist. Ja. Ach so, stimmt, Q stacken, das last jetzt. Ja. Aber ist in Aram auch nicht so leicht, weil jeder halt irgendwie draufkloppt. Erst der Axt gefangen hier. Lol, ist schon tot. Oh, genau zwischen rein. Lol, die Oh, ich habe überlebt. einen Long-Hit gemacht. Oh, ich habe aber auch ziemlich knapp überlebt hier. Ja. Gut, danke. Jetzt kann ich meinen Lebensraum nutzen. Ich glaube auch neu, gell, in 5 gegen 5, dass jetzt diese Spawn-Zeiten da dran stehen, glaube ich. Wann da Dragon kommt. Ach so, ja, das ist, glaub, neu. Zumindest so neu, dass wir es noch nicht mitgekriegt haben. Ja. Ja. Oh, ich habe ja einen Kill. Ja.
So ein Zix ist echt mega nervig, finde ich. Ja, hätte ich auch gerne meinen Aram. Ja. Wow. Yes. Oh, da habe ich mich aber auch gehört, glaube ich, verschätzt. Voll Naja. der Renekton, no luck. Ja, wenn man von Karma diese Fähigkeit, die cool ist, glaubt, wenn man die nicht dodgt, dann wird es schwierig. Die wurde dann so einschlägt und nicht verlangsamt. Ja. Gönnst dir das Teil. Gönn ich mir. Oh. Ich kann meine Axt immer nie ein zweites Mal werfen, weil die Minions jetzt abgeformt sind und die Gegner nicht immer in die Nähe kommen. Der ist fett, der Poro. Will mal, dass der platzt. Ja. Vielleicht nicht so der Pro hier. Äxte fangen. Vier Farm. Boah, wow, der schon wieder überlebt, der so knapp. Boah. Oh, meine Kuh, ewig weit geflogen. Boah. Nope. 12 HP. Oh, sehr nice, die Karma gebaitet hier. Oh, jetzt schießt der eh seine Ulti. Ja. Graves. Oh, nice, Soraka, danke. Aber auch hier ist noch nichts verloren, denke ich mal. Nö, überhaupt nicht. Wie war es mit der Ulti? Je mehr AP, ah ja, desto mehr Damage. Also der Gegner. Kann ich auch eigentlich auch direkt mal bei Six ausprobieren nachher. Meine Ulti. Oh, sehr nice. Sehr gutes Stun. Ja, man, da läuft er da rein. Gut, wir können nicht dodgen. Oh, Joe God, was denkt der eigentlich? Oh, jetzt hätte ich meine Ulti nicht so sinnlos wasten sollen. Joe, wow! Noch nicht im Kopf. Wow, gerade konnte ich die Kuh noch dodgen. Ja. Wow. Weiche von mir! Bitch! Komm, Renekton, kill die bitte. Der Zix kriegt mich einfach nicht. Oh, Ah, schade. scheiße. Aua!
Sowas hole ich mir am besten als nächstes Mal. Rabadons, oder? Ja. Wenn ich mir. Ich halt da durch das Morellonikum, oder wie es heißt, Ja. direkt mal 20 Sekunden Abklingzeitverringerung habe auf meine Ulti. Ja. Sehr nice. Ich sollte mal Last hitten mit meiner Kuh, fällt mir gerade wieder ein. Oh, schade, dass niemand reingelaufen ist. Oh, sehr gut, Joghurt. Oh, dann überlebt die so knapp. Chaga! Tschua. Six, meine Ulti ist ready for zuppig. Oder für dich, Silvia. Die sieht gerade rausgeflasht, glaube ich. Nee, die, wer? Silvia. Silvia. Nee, die hatte ja ihren Block. So. Eine Abwehrfähigkeit. Ja. So eine Soraka ist halt schon nicht schlecht, wenn dir dann Mana gibt. Oh, was mach ich? Ah. Boah, schade. 3000 Gold. Oh je, Shyvana. Oh je. Ah, schade. Jetzt überlebt Shyvana auch noch. So, jetzt rein. Ah, schön. Nicht genug Damage. Boah. Oh Joe, mein Heal, Alter, mein Heal hat ihn gerettet. Oh nein, mein Flash umsonst. Der einfach mit einem Last, mit einem normalen Snack, dass ich den kill. Oh. Sieht gerade nicht sehr gut aus, aber naja, probieren wir es einfach. Natürlich nice, wenn ich den.
Soraka, ich habe alles im Griff. Einfach echt nicht genug Damage. Gott, das cast mir. Jawohl. Das könnte die Wende sein. Oh, ich werde fokussiert vom Tower. Naja. Pushen. War ja klar. Aber okay, 6-5. Ist nicht schlecht. Seine Ulti in Double Kill. Jetzt haben wir keinen Traum mehr. Lass mich. Ich bin doch noch so jung. Ah. Oh, Rennek, wenn du drin geblieben wärst. Puh, schlecht. Angst vor uns. Sehr nice, Renekton, komm. Sehr gut, Renekton, sehr gut. Rennen nur. Hey. Oh, nice, Soraka. Dankeschön. Ah, oh, schade. Nicht dran gedacht, dass ihr Block schon weg war. Ah, dass ich das nochmal so in Anführungszeichen drehe, also dass wir doch noch irgendwie eine Chance bekommen, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, wobei es natürlich schnell auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Vor allem jetzt, warum, weil wir fighten, wenn wir so low sind. Oh, er flasht mich in die Ulti rein. Ja. Egal, wir leben noch, das ist das Wichtigste. Boah, gerade noch Wohnung liegt raus. auf noch, ich werde nämlich gleich gestunt. Ja. Jetzt war es das auch für dich. Ja, jetzt sieht's scheiße aus. In der Tat. Ah, Renekton, safe, ja. Was macht man da nur? So, jetzt ist aber Ende beim Chase. 3 gegen 5 wollen wir hier nichts riskieren. Ah, Renekton. Uha. Komm, das könnte unser Fight werden. Ich wollte mich noch wegflashen, aber okay, wenn ihr den Fight noch gewinnt, dann passt es. Wie wir den gewinnen.
kriegen den nicht mehr, Cho'Gath. Ah, oh, wir hätten bekommen. Ich dachte, dass er dann trifft. Was ist an dem Six? Der stiehlt alles. Ist echt so irgendwie manchmal. Manchmal holt er sich mit Norm Hits noch die Kills. Und der ist ja noch nicht mal gestorben. Der hat 8 zu 0. Ich glaube, da muss man dringend was ändern. Das liegt daran, dass ich Ja. den noch nicht einmal geultet habe. Habe ich auch gut, weil sonst kauft er sich was. Ja, stimmt auch wieder. Aber er hat halt immer noch 2 Healpots. Jetzt kommt mein Damage erst dazu. Weil jetzt haben wir nämlich noch gute Chancen. Oh, Scheiße. Aber Rennington, dive doch nicht jedes Mal, bitte. Was soll denn das? Jetzt brauche ich erstmal kritischen Schaden. So, überhaupt. Damage mache. Oh, der Flash war jetzt unnötig, aber naja. Six lebt immer noch. Ich muss ihn nur einmal ulten können. Das wird auch später entscheidend sein in den nächsten Fights. Oh, Scheiße. Ah, schade, hat man die Kuh da nicht mehr dahinter gekriegt. Und Six kommt. Renekton, geh weg da bitte. Oh, naja. Egal, ich komme ja gleich wieder. Könnt ihr noch irgendwie kurz einen Tower zerstören? Ich brauche 200 Gold. Nur mit ihren Escapes hier. Nein, warum habe ich meine Kuda nicht mehr hingekriegt? Ich ulte den jetzt einfach schon. Er ist tot! Lol. Es geht da fett einkaufen, leider. Ja, stimmt Oh leider. nice, sehr nice, Und wenn wir Cho'Gath. jetzt beenden können, dann bringt es ihm auch nichts. Ja, stimmt sogar, weil wenn wir die jetzt killen, bringen ihm seine Items auch nichts, wenn er am Ende allein dasteht. So, schnappen wir ihn uns. Graves. Priorität hat natürlich erstmal der Tower jetzt, aber ja. Gut, unser Tank hat sich schon mal hier selbst umgebracht. Nein! Wenn die stirbt jetzt, bitte. Sehr gut. Perfekt. Gut. Ja, Mann! Komm, den catch mir jetzt. Ah, schade. Oh, ich bin Nein! gleich tot. Oh! Ich sammle mal ein paar Heals ein. Inhibitor jetzt wichtig. Der, diese Soraka hielt anstatt sich selbst oder den Cho'Gath mit mehr als 100 HP, hielt sie mich mit fast halbem Leben. Ja, die soll eigentlich halt schon den Tank spielen. Ja, vor allem wenn er so wenig hat.
Oh nein, bitte nicht. Da weiß man halt nicht, wen man fokussen soll irgendwie. Ja. Und Renekton, irgendwann ist auch mal zu Ende hier mit Spaß. Egal, wir sind nicht völlig zerstört worden in dem Fight. Es leben immer noch drei. Ah, zwei. Ja, Mann! Lol. Es geht schon ab hier in der Fight. Ah, scheiße, die Karma hätte ich fast noch gekriegt, aber mit ihrem Schild wieder. Lol, der frisst den eiskalt. Nein! Die hat Nee, die ist überlebt! so lucky. Ja, das wäre jetzt so wichtig gewesen. Kann, wie Ja. viel kann man 33% Abklingzeitverringerung kriegen, glaube ich. 40, glaube Ach so, 40, okay. ich. Ich weiß nicht, ob sich's geändert hat. Ja, also ich habe jetzt 35. Egal, das Game macht Spaß. Ja, das ist die Hauptsache. Oh ja. Das Soraka hier, das bringt uns natürlich auch extrem, muss man schon sagen. Fuck. Ah, schade. Wie eiskalt immer noch lebt. Oh nein, Soraka, bitte geh weg. Nein, Karma lebt immer noch. Das Game ist dreht und wendet sich gerade, wie es will. Ja. Sehr gut. Oh, da laufe ich auch noch rein. War schön und gut, dass der Cho'Gath Damage macht, aber wir haben halt nur einen Tank und das ist halt das Problem, dass wir die Ja. Teamfights dann nie länger überleben können. Renekton würde jetzt gleich reingehen, wahrscheinlich. Oh nee. Oh mein Gott. Gut, das war's jetzt dann. Das war's. Trifft mich zum ersten Mal eine Kuh von der Karma. Naja, egal. Das werden wir auf jeden Fall trotzdem hochladen, zumindest ich werde es machen wahrscheinlich. Und dann, ja, hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao.